Wie ihr die Installation vom Abund vornehmt und was ihr dabei alles konfigurieren könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Tutorial-Reihe direkt aus unserer S&S Firmenzentrale. Ich bin Chris Trier, der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der Hotline und wir starten jetzt mal zusammen die Installation unserer neuen Abund-Version. Hier haben wir unsere bereits aus dem MySNS-Portal runtergeladene Installationsdatei und führen diese einfach aus. Vereinzelt kann es hierbei zu Meldungen vom Windows Smart Screen Filter kommen. Das ist nichts Bedrohliches, sondern bedeutet, dass Microsoft diese Datei noch nicht kennt und davor warnt, dass eine unbekannte Datei installiert wird. So würde eine eventuelle Meldung aussehen und durch Klicken auf weitere Informationen und trotzdem Ausführen kommt ihr weiter zum Ziel. Jetzt werden wir gefragt, ob wir Daten übernehmen möchten. Das bedeutet, man kann Daten aus einer alten Version, zum Beispiel der V30, übernehmen, was umfasst Datenbanken, Einstellungen, Druckereinstellungen etc. Machen wir in diesem Fall aber nicht, weil hier gar keine alte Version installiert ist auf diesem Rechner. Hier können wir auswählen, ob die Installation nur für den aktuellen Benutzer erfolgen soll oder für alle Benutzer dieses Computers. Wir wollen installieren für alle Benutzer. Man kann noch den Ordner festlegen, wohin der Abund installiert werden soll. Wir empfehlen, direkt auf C zu installieren. Der Ordnername ist egal. In diesem Fenster können wir noch optionale Pakete auswählen. Das ist momentan nur der Dongle-Treiber. Sollte es während der Installation noch irgendwelche Abfragen geben, können diese mit Ja bestätigt werden. Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Wir können das mit Fertigstellen bestätigen. Wenn wir den Abund zum ersten Mal starten, werden wir dazu aufgefordert, eine Lizenz einzugeben. Da in den meisten Fällen noch keine Lizenz bestehen wird, haben wir hier den Knopf Lizenz aus Dongle. Das heißt, Sie müssen Ihren Dongle anstecken an den Rechner, sagen Lizenz aus Dongle und automatisch wird eine Lizenz mit Ihrer Kundennummer und den auf Ihren Dongle vorhandenen Features erstellt. Hier haben wir noch die Checkbox Anmeldedaten speichern. Das ist zum Beispiel, wenn man mehrere Lizenzen an einem Rechner nutzt, kann man sich die unter selbst definierten Namen abspeichern. Variabler Arbeitsplatz. Das ist sinnvoll, wenn man seine Abundlizenz an mehreren Arbeitsplätzen benutzt. Das erklären wir gleich noch detaillierter. Jetzt können wir auch schon bestätigen und der Abund startet, nachdem wir einen Namen für die Lizenz festgelegt haben. Da unser Abund jetzt läuft, gucken wir uns mal die Lizenzverwaltung in unserem MySNS-Portal an. Hier haben wir alle verfügbaren Lizenzen sowie einige Informationen darüber. Solange ihr noch mit Schutzsteckern arbeitet und hier der Dongle-Status verpflichtend steht, muss dieser zusätzlich eingesteckt sein. Hier können wir die Lizenz abmelden. Das Abmelden hat folgenden Hintergrund. Und zwar kann die Lizenz parallel immer nur auf einem Rechner genutzt werden. Hat man diesen Haken hier gesetzt, wird die Lizenz abgemeldet, sobald man den Abund schließt. Sie könnte dann theoretisch auf einem anderen Rechner weiter benutzt werden. Wenn es noch weitere Fragen zum Setup, zur Lizenzierung oder Ähnliches gibt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder eine Facebook-Nachricht. Alle Links findet ihr in der Infobox.